besser auf Teuerkauf. Am Ende waren es 7, aber ich glaube, heute brauchen wir nicht diskutieren. Die sind halt richtig gut. Das, eine Überraschung lag heute irgendwie gar nicht in der Luft. Von Beginn an schon. Ja, das ist richtig. Die sind aktueller DHB-Pokalsieger, sind in den letzten Jahren immer unter den Top 3 der Liga. Und ja, die haben uns heute gezeigt, wie einfach, aber effektiv Handball sein kann. Wir haben uns versucht, wir haben uns nicht viel vorgenommen, aber wir wollten wenigstens kämpfen. Und die erste Viertelstunde war sehr durchwachsen. Da muss man festhalten, dass wir ab der 15. Minute sogar 7-5 oder 8-5 gewonnen haben. Und naja, dann kommen die aus der Halbzeit und knallen uns da einen 12-5 Lauf um die Ohren. Und ja, wichtig war, dass wir, es stand glaube ich 10 minus, das war wichtig, dass wir da uns nicht aufgegeben haben. Und ja, ich will jetzt auch nichts schön reden, aber besser 7 als minus 15. Ja, das war schon eine Riesenklasse von Flensburg. Vor allem am Anfang hat man es auch gleich gesehen. Da haben wir gar keinen Zugriff gekriegt in der Abwehr und auch im Zusammenspiel mit den Torhütern. Das war schon richtig gut, was Flensburg da gezeigt hat. Deswegen denke ich auch ein völlig verdienter Sieg für Flensburg. Du bist reingekommen, gleich mal 2-7 Meter gegen Matthias Andersson. Das kommt ja nicht alle Tage vor, aber passt. Nee, deswegen freue ich mich auch riesig. Ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei bei den 7 Metern sicher. Und er kennt mich natürlich auch nicht und kennt meine Würfe nicht. Aber ich freue mich natürlich, dass ich gegen so einen Weltklasse-Torhüter natürlich Tore geschossen habe. Super. Wir waren von Anfang an eigentlich im Hintertreffen. Wobei ich fand, dass wir über das ganze Spiel das in der Deckung eigentlich nicht schlecht gemacht haben. Man muss sagen, dass Flensburg wirklich in manchen Angriffen wahnsinnig gut gespielt hat. Die haben den Ball super laufen lassen. Und solche Tore muss man halt akzeptieren. Klar, im Rückzug hätten wir ja noch einige Tore verhindern können. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war die Deckung jetzt nicht so verkehrt. Da können wir aufbauen auf jeden Fall. Und klar, und vorne haben wir uns natürlich schwer getan gegen die kompakte 6-0 von Flensburg. Und wie gesagt, also die 2 Punkte gingen ganz verdient nach Flensburg. Super Handball gespielt, wir haben nichts dagegen zu setzen gehabt. Haben einen rahmenschwarzen Tag, denke ich, erwischt. Und dann verliert man so ein Spiel natürlich sehr deutlich. Am Ende waren es zwar nur 7, aber ich glaube, jeder hat gesehen, wie deutlich es denn eigentlich war. Matthias Andersson, erstmal herzlichen Glückwunsch. Ist ja nicht so einfach, so zwischen 2 Champions League-Spielen aus Südfrankreich, dann in Flensburg hier nochmal eine Station im Schwäbischen. Das habt ihr routiniert runtergespielt, von Beginn an auch schnell davon gezogen. Ja, wir wollten halt konzentriert auftreten. Von Anfang an das Geschehen entscheiden. Das, finde ich, haben wir auch die ganze Zeit bestimmt. Und das war halt für uns auch wichtig, dass wir vielleicht ein bisschen Kraft sparen konnten. Letzte Runde habt ihr einen Punkt liegen lassen. War das noch so ein bisschen im Hinterkopf? Es ist ja in Berlin nicht ganz so einfach. Man, heute habt ihr sehr stark gespielt, keine Frage. Nein, das finde ich nicht. Mein letztes Jahr waren wir hier mit sehr vielen Verletzten und hatten eine Anreise, die halt etwas unorthodox war. Also von daher war das Spiel ist so lange her, das war überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, es ist schwierig, so wie wir ins Spiel reingekommen sind. Andersson hält gleich ein paar, sie machen einfache Kontertore. Gegen so eine Spitzenmannschaft ist es schwierig, wenn du von Anfang an deutlich in Rückstand bist. Dann hat uns Flensburg heute phasenweise unsere Grenzen aufgezeigt. In der Abwehr hat es dann phasenweise auch gar nicht so schlecht gemacht. Es waren halt dann einfache oder sogenannte einfache Tore gegen Schöße, waren viel dabei und vorne habt ihr euch richtig schwer getan, dann auch mit dem Abschluss. Ja, das Problem gegen Flensburg, sie spielen einen super Gegenstoß, spielen eine super zweite Welle. Wir kriegen heute 29 Gegentore. Ich denke mindestens 9 oder 10 sind über die zweite und erste Welle. Und ja, dann sieht die Abwehr immer schlecht aus. Dabei ist sie phasenweise, glaube ich, gar nicht so schlecht stand im Positionsangriff.